Kennt ihr das auch? Es ist Sommer, warmes Wetter und dann werden auf einmal die Beine ganz schwer, als hinge da ein Gewicht dran oder als hättet ihr Blei in den Füßen. Und manchmal schwellen die auch noch an. Das ist sehr unangenehm und kann sogar auch ein bisschen wehtun. Und was ihr dagegen machen könnt, da werde ich euch heute ein paar tolle Tipps geben. Und damit ganz herzlich willkommen zum Viriditas Heilpflanzen-Video. Schwere Beine mit Schwellungen entstehen aber nicht nur durch Sommerhitze, sie können auch auf Reisen entstehen, zum Beispiel lange Flugreisen, lange Zugreisen, ist jetzt also auch in der Urlaubszeit ganz häufig, oder eben auch arbeitsbedingt, langes Sitzen am Bildschirm oder eben langes Stehen am Arbeitsplatz. All das kann dazu führen, dass vor allen Dingen zum Abend hin die Beine anschwellen, dick werden, sich schwer anfühlen. Und die Ursache davon ist natürlich das Venensystem. Das Venensystem, was nicht mehr richtig abfließen kann, denn das Blut muss ja von unten, von den Beinen zum Herzen zurückfließen, und auch ein insuffizientes Lymphfließsystem. Also das heißt, wenn der ganze Fluss irgendwie gestaut ist, gestockt ist, dann kommt es eben zu diesen Gewebeflüssigkeitsansammlungen, die dann eben die Beschwerden verursachen. Ich werde euch jetzt ein paar Tipps geben, was ihr gegen diese schweren Beine tun könnt. Wenn ihr aber über längere Zeit damit zu kämpfen habt und diese Tipps jetzt nicht wirken, dann empfehle ich euch, doch vom Facharzt mal eure Beine untersuchen zu lassen. Wenn ihr euer Venen- und Lymphsystem aktivieren und stärken möchtet, dann könnt ihr das auf vielfältige Art und Weise tun, zum Beispiel mit innerlichen Anwendungen, aber auch mit äußerlichen Anwendungen. Und wenn ihr wisst, dass gerade da euer Schwachpunkt sitzt, dann könnt ihr diese Maßnahmen auch vorbeugend machen, damit es gar nicht erst so weit kommt, wenn der Sommer kommt, beziehungsweise wenn ihr wieder lange stehen müsst oder sitzen müsst. Mein erster Tipp für eine äußerliche Anwendung ist der berühmte Knieguss nach Pfarrer Kneipp. Da habt ihr bestimmt schon von gehört, von diesen Kaltwasseranwendungen, aber viele von euch wissen wahrscheinlich nicht, wie man den korrekt durchführt. Und deswegen werde ich euch das jetzt zeigen, denn ihr braucht nicht viel Material dafür und er ist sehr einfach durchzuführen. Also, was braucht ihr? Ihr braucht erstmal einen Gartenschlauch, wenn ihr diese Anwendung draußen macht. Ansonsten ist so ein Badezimmerschlauch an eurer Badewanne oder an der Dusche auch ganz prima. Dazu schraubt ihr dann den Brausekopf ab, sodass wirklich das Wasser wie aus dem Gartenschlauch hier rausläuft. Wenn ihr das Ganze noch optimieren wollt, dann wäre es besser, wenn der Schlauch einen größeren Durchmesser hat. Und deswegen habe ich mir hier an meinen Gartenschlauch mit so einer Schelle einen größeren Schlauch dran gemacht. Das ist ein 3/4 Zoll Schlauch. Und so habt ihr dann einen größeren Wasserstrahl. Das gleiche könnt ihr auch an euren Duschschlauch dran machen. Und da gibt es dann bei Kneippvereinen, Kneippbund, sogenannte Gießrohre, die man kaufen kann und die sich dann auf den Schlauch draufschrauben lassen. Hier habe ich jetzt so ein Gießrohr aus Kunststoff, die gibt es aber auch in Metall. Zusätzlich zum Schlauch braucht ihr noch eine Unterlage für eure Füße. Ich habe jetzt hier so ein Holzgitter genommen. Ihr könnt auch eine Matte nehmen oder irgendwelche Holzbretter, euch irgendetwas basteln. Ziel ist nämlich, dass ihr mit euren Füßen nicht in der Kaltwasserpfütze steht. Das Wasser soll ablaufen. Das ist ganz wichtig. Und bevor ihr loslegt, prüft bitte, ob eure Füße warm sind. Denn ihr dürft einen solchen Kaltwasserguss immer nur mit warmen Füßen machen. Sollten sie kalt sein, dann lauft mal ein paar Runden, bis sie warm sind, oder stellt sie mal kurz in eine Wanne mit warmem Wasser, also ein warmes Fußbad, damit die einfach schön warm sind. Und dann könnt ihr loslegen. So, ihr beginnt am rechten Fuß, das heißt herzfern, und zwar am kleinen Zehen, also die weiteste Stelle vom Herzen. Ihr beginnt hier und geht an der Außenseite langsam nach oben bis übers Knie, so ein paar Mal hin und her. Und an der Innenseite wieder runter bis zum großen Zeh. Dasselbe auf der anderen Seite. Kleiner Zeh beginnen, Außenseite hoch. Ein paar Mal übers Knie. Und wieder runter bis zum großen Zeh. Und dann die Rückseite. An der Außenseite hoch. Ein paar Mal hier hinten rüber. Dort runter. Und hier auch.
Und zum Schluss werden noch die Fußsohlen abgesprüht. Und das war's schon. Fertig. So, anschließend wird das Wasser abgestreift, also nicht abtrocknen, sondern abstreifen. Und dann lauft ihr ein bisschen über den Rasen, wenn ihr es draußen macht. Oder macht ein paar Übungen, um die Venenpumpe zu aktivieren, zum Beispiel so rauf und runter immer wieder gehen. Das könnt ihr dann im Bad eher machen oder ihr lauft durchs Haus. Das Wasser sollte also kalt sein, so wie es aus der Leitung kommt, ist es meistens ganz richtig, so um die 20 Grad. Wenn das jetzt gut klappt mit dem Knieguss und ihr wollt das Ganze noch intensivieren, dann könnt ihr auch den Oberschenkelguss praktizieren. Das heißt, da geht ihr dann mit eurem Schlauch auf dieselbe Weise vom Bein hoch, aber ihr geht dann bis zum Oberschenkel hier in der Leistengegend ein paar Mal hin und her und dann wieder runter. Und dasselbe auf der anderen Seite, also genau wie der Knieguss, nur höher. Mein zweiter Tipp für eine äußerliche Anwendung ist das Einreiben mit Zypressenöl. Ihr kennt vielleicht den Baum Zypresse vom letzten Toskana-Urlaub zum Beispiel. Das ist ein markanter Baum, der sehr, sehr schlank in die Höhe wächst. Also kein schwerer Elefantenfuß, sondern ein ranker, schlanker Baum wie ein schlankes Bein. Und das ätherische Öl von diesem Baum hat die Eigenschaft, die Venen zu stärken, zu straffen, sodass das Blut wirklich besser fließen kann und sich weniger Wasser oder Flüssigkeit im Gewebe ansammelt. Kauft euch also im Fachhandel ein gutes, 100% naturreines ätherisches Öl, der Zypresse. Und das dürft ihr aber nicht pur auf die Haut auftragen, sondern es muss verdünnt werden in einem Basisöl. Dazu könnt ihr ein fettes Pflanzenöl nehmen, was ihr in eurem Haus habt, zum Beispiel Olivenöl. Aber jetzt im Sommer ist Olivenöl vielleicht ein bisschen fett, das zieht nicht so gut ein. Ich empfehle da eher ein leichtes Öl, was auch schnell von der Haut aufgenommen wird. Und da finde ich, ist Jojobaöl eigentlich ganz, ganz prima. So, ich habe also hier schon Jojobaöl vorbereitet, 50 Milliliter. Dann könnt ihr euch nämlich ein Vorratsfläschchen vorbereiten, wo ihr dann diese Mischung von fettem Öl und ätherischem Öl zubereitet. Und so könnt ihr dann damit eure Beine so einmal am Tag, zweimal oder dreimal am Tag, je nachdem, wie ihr es braucht, einreiben. Übrigens immer darauf achten, Massagerichtung ist von unten nach oben, also in Fließrichtung des Blutes. Nie nach unten massieren, sondern immer nach oben zum Herzen massieren. Ihr gießt also jetzt euer Basisöl in ein Fläschchen. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier 50 Milliliter. Und auf diese 50 Milliliter könnt ihr von dem Zypressenöl so 30 bis 40 Tropfen dazugeben. So, dann wird das Fläschchen geschlossen, gut geschüttelt, dass sich alles gut verteilt. Und dann könnt ihr danach eure Beine einreiben. Wer jetzt dazu neigt, auch heiße Beine zu haben, also dass nicht nur zu der Schwere, sondern auch so ein Hitzegefühl dazu kommt, und wer gerne so ein bisschen Kühlung hätte, der kann auch Pfefferminz ätherisches Öl dazugeben, denn das Menthol in der Pfefferminze wirkt kühlend. Und in dem Fall würde ich empfehlen, dass ihr dann 30 Tropfen Zypresse nehmt und 10 Tropfen Pfefferminze. Nicht zuletzt könnt ihr natürlich auch euer Venensystem stärken oder euren Lymphfluss anregen mit verschiedenen Pflanzen, die ihr innerlich einnehmt, zum Beispiel als Tee oder als Fertigpräparate. Zum Beispiel das Buchweizenkraut, also man erntet da wirklich zur Teezubereitung das Kraut und nicht die Früchte. Und ihr könnt auch hier den Bezug zum Venensystem schon gut über die Signatur erkennen. Ihr habt diesen roten Stängel, der schon wie so ein Blutgefäß aussieht. Oder ihr könnt auch den gelben Steinklee nutzen oder auch die Schafgarbe ist prima. Ihr könnt auch alle drei Pflanzen untereinander mischen. Es gibt auch noch viele andere Pflanzen, die in Frage kommen. Als Fertigpräparate könntet ihr zum Beispiel Präparate aus rotem Weinlaub oder aus der Rosskastanie nehmen. Wenn ihr auch
wirklich Wasseransammlungen in den Beinen habt, könnt ihr auch harntreibende Pflanzen einnehmen in Form von Tees oder Tinkturen, zum Beispiel die Brennnessel oder auch Löwenzahn, Birkenblätter oder ihr könnt auch einen Tee aus Petersilie herstellen. Wenn ich mit meinem Video euer Interesse für die Heilpflanzen wecken konnte und ihr noch mehr erfahren möchtet, dann besucht doch einfach meine Kurse, zum Beispiel die Präsenzkurse in Olpen, Belgien oder aber meine Online-Kurse. Schaut euch mein Kursprogramm an auf der Webseite viriditas-heilpflanzenwissen.eu. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal!